Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2. So, wir haben gerade das Rennen beendet. Und mir schwebt da jetzt was im Kopf rum. Nur Verfolgung entkommen. So, wir gehen mal in den Wagen rein. Und schnappen uns mal kurz den Bugatti. Wo gehen wir hin? Keine Ahnung, irgendwo hin. So, nämlich zwar ein paar Leute haben schon gesagt, oder ich habe es natürlich auch im Hinterkopf gehabt, wir machen jetzt das Rennen gegen Most Wanted Platz Nummer 1, nämlich gegen den Königsegg Agera, heißt er, glaube ich, Agera, ich weiß nicht, irgendwas mit Königsegg. Jo, und da bin ich mal gespannt. Oh ja, ich bin jetzt mal wieder mit dem Bugatti, ja, der geht mir wieder ab wie Sau. Most Wanted Phantom, was, hä? Achso, das mit dem Download-Paket. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, das Ultimate Speedpack mache ich auch noch. So, hier haben wir den Königsex-Dingsbumstar, blablabla. So, und jetzt... Boah, hey, Alter, wie der schon wegzieht, ey. Alter, wie der abzieht, der Bugatti, das ist mal richtig übel. Vor allem, ich bin gespannt, der Bugatti eigentlich als schnellstes Auto der Welt auf Platz 3. Da bin ich jetzt mal gespannt. Der Pagani, der war jetzt gegen den Bugatti eigentlich nicht so toll. Jetzt bin ich mal gespannt auf den Königsegg. Das hat mich eigentlich auch schon gewundert. Bugatti auf Platz 3, also... Okay. Aber wie der abgeht, hey. Richtig übel. Und die Bremse dann immer dazu noch. Wenn du da geradeaus fahrt, dann bremst, dann zieht er immer so nach links oder rechts weg. Dann probiert man mal gegenzulenken, aber irgendwie klappt das gar nicht. So wie hier zum Beispiel. So. Alter, hey, guck mal. Die Reifen da durchdrehen und der abzieht. So, mal, was haben wir hier? Modifikationen? Rennreifen drin, okay. Als Nitro-Brenner, das passt ja. Chassis haben wir Leichtbau. Karosserie haben wir gar nichts, okay. Jo, das, ja. So, hier kurzes Getriebe. Schön, dass die Beschleunigung noch mehr hochgeht. Alles klar. Dann können wir Richtung Rennen fahren. Oh je, ich noch überhaupt noch mit dem fahren kann. Oh, Polizei. So mal ein bisschen Gas gegeben und schon haben sie uns verloren hier. Richtig geil, ey. Oh, aber... Jetzt mal hier ein Crash, das ist aber nicht so gut. Das ist aber nicht so gut. Ah, okay, schon weg. Alles klar. Alter, wie der abgeht. Eieiei. Wenn mal ein geiles Rennen nochmal werden. So, hier kann ich halt nach links oder... Boah, machen wir die einfache Strecke hier einmal hier rum. So, und auf die Autobahn. Guck mal, wie der halt wegrennt. Wie so ein Tier, hä? Oh je, ich habe jetzt schon Angst, hey. Jetzt kann ja was werden. So, hier, ne, ah, gerade das weiter. Oh, hier lautet Most Wanted Rennen auf der Strecke. Ich könnte wetten, das Most Wanted Rennen fängt auch auf der Autobahn an. Oh je. Bitte wünscht mir Glück, ey. Das kann ja noch was werden. Also vor allem der Panamera, der war so gut kontrollierbar und jetzt auch nicht so schnell. Und der, hey. So. Ich würde sagen, gehen wir nochmal kurz durch die Tanke. Nochmal ein Base, okay. So, und dann geht's los. Puh. Besiege den Königsegg Agera R. Meine Freunde, es wird ernst. Es wird ernst. 16 Kilometer. Alter, wollt ihr mich verarschen oder was? Und was geht ab, Mann? Okay, wenn das auf der Autobahn weiter so geht, dann sind die 16 wow, Kilometer auch relativ schnell weg. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ja, nur komplett
Okay, ist ja auch geil. So einmal so um die Stadt rum auf der Autobahn, aber... Ja, ich will fliegen, aber ich weiß auch nicht, ob die das machen. Auf einer Seite cool wäre es schon, so ein Rennen. So einmal auch komplett die Autobahn durch. Aber ich glaube es kaum. So, okay, bis jetzt ist schon hinter uns. Oh je. Wow, Fahndungsstufe Level 6 auch noch. Alter, jetzt geht's aber ab hier. Ich habe jetzt noch keinen Kopf gesehen, aber auch egal. Guck mal, der war lauter Crash, ey. Richtig geil. Oh, ich mach auch gleich einen Crash. Oh nein. Okay, hier ist eine Sperre. Ist aber egal, weil wir gehen geradeaus. So. Oh, wir hätten eh rechts müssen. Oh. Okay, jetzt ist schon vor uns. So, bremsen, bremsen, bremsen und hier rechts rum. So, komm, hier, geh mal aus dem Weg. Ah, ja, rammt er mich auch noch. So, und hier ist schon mal Schluss mit Autobahn. Da. Ja, scheiß Van da. Guck mal, der fährt voll mit rein. Genial. So, hier wieder nach links. Sehr schön. Hier schöne Straßensperre ausgeglichen. No, nochmal eine. Ah, wir müssen nochmal rechts. Ah, voll verbremst. Total verkackt hier. Takedown. Ich habe ihn noch gar nicht berührt. So, wieder auf der Autobahn und wieder Vollgas. Ja, nicht gegen die Wand fahren, sondern Gas geben. Oh, ja, der kommt gerade wieder. So ein bisschen. So, was geht hier, was geht hier, was geht hier? Oh. Voll die Lücke. Einfach durch. Hab schon gedacht, dass ich vielleicht in der Lücke so zum Nagelband. Das wäre mies, hey. Nach links. Alter, warum war das gerade ein Crash? So schnell bin ich da auch nicht dagegen gefahren. Wow, gleich nochmal. So, aber ich von, sag ich mal, von der Leistung her, von der Crash-Leistung her bin ich mal wieder richtig geil dabei. Und ich würde sagen, von der Motorleistung her gesehen, ist der Königseck doch eigentlich gar nicht so. Alter, was geht jetzt ab? So schwer ist er jetzt auch nicht. Okay, jetzt hat man mal wieder ein bisschen aufholen. So, Vollgas! Wow. Achtung, Polier. Wow! Scheiß Nagelband, ey. Alter, ich zieh wieder alles an wie so ein Magnet, ey. Gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt sollten wir mal langsam wieder überholen und die Führung übernehmen. Mal noch 5 Kilometer. Ja, ist noch genug Zeit, aber trotzdem. So, schneller, 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 schneller. Ja, wir waren... ich glaube, wir waren verdammt zu schnell. Da musste ja schon die PlayStation ein bisschen hier die Welt nachladen. Wie geil. Ist ja auch mal übel, oder? Aber hey, so schnell war ich doch gar nicht. Ich mache hier doch gerade hier 10.000 Crashes hier. Kann auch hier die Welt nachgeladen werden. So, aber der Königseck, der hängt unten hinten. Oh, jetzt können wir hier das Schild machen. Wow! Geilo, Milo, voll in das Auto rein. So, komm, jetzt wird es aber langsam eng hier. Ich denke, jetzt kommt keine Autobahn mehr. Jetzt kommen wir noch ein bisschen Stadt und sollten wir hier mal überholen. So. Jetzt noch 2 Kilometer und dann wär's geil, Mann. Oder? Wieder hier auf die Autobahn. Okay. Alles klar. Oh, weiter geht's. Oh, 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 oh. Nagelband, Nagelband. Sicherlich gleich. Oh, das war aber schlecht abgeworfen. Mr. Cop. Hat der noch ein zweites oder so? Nein! Ach, come on. Kurz vorm Ziel. Alter, 500 Meter. Come on, das schaffen wir. Come on. Komm, ich komm da ran. Ich komm da ran. Ich komm da. Komm, 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 komm. Nein! Ach, come on, das war unfair. Das war richtig mies. Also, come on. Vorm Ziel so ein behindertes Band hin. Richtig super. So, da würde ich mal sagen, neues Rennen starten oder nochmal wiederholen. Ja, das war schon... Das war schon böse. Das hätten wir doch noch geschafft. Da hätten wir die Reifen gehabt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
So, dann halt nochmal die ganzen 16 Kilometer. Super. Auf 4 Minuten 19, so lang ist es eigentlich gar nicht. Wir haben hier fast 16 Kilometer, 4 Minuten. Schon ganz schön übel. So, wir sind im Gegenverkehr hier. Okay, kommt gerade kein Verkehr, aber egal. So, hier nochmal fliegen. Hi-ha. So, jetzt weiß ich auch ein bisschen die Strecke. Jetzt muss ich nicht an und so auf die Minimap schauen. Ich hatte auch oft das Problem, ich schaue dann mal kurz auf die Minimap. Zum Schauen muss ich hier rechts oder so. Und dann mache ich irgendwo einen Crash oder so. Das ist auch eine blöde Ausrede, aber auf einer Seite stimmt es halt. Man guckt halt mal kurz weg. Hier war keine Ahnung was. Aber man guckt halt mal kurz auf die Minimap und dann hat man das Auto nicht groß beachtet und dann hängt man schon in der Karre drin. Sowas ist halt auch kacke. Jetzt kann ich ein bisschen mehr auf die Straße achten und so. Oh, hier müssen wir nach rechts. Jo, genau. So, und gleich hier wieder rechts rum. Wow, 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 Achtung. Oh, der war auch mies. Alter, guck mal, wie der fliegt. Hier Double Front Flip oder so. Es gibt extra Punkte, bitte. Also, hallo? Oh, hat Unfall gebaut. So, hier müssen wir wieder aufpassen. Hier war der blöde Pfosten. Nach links. Oh, jetzt kommt wieder die blöde Ecke. Ich weiß gar nicht, wie ich die anfahren soll. Na, guck schon wieder. Voll fuck. Oh, richtig verkackt. Nee. Die Ecke mag ich gar nicht. Neun Kilometer. Oh, jetzt kommen wieder, glaube ich, die ganzen Tunnels hier. Geh mal weg. Wow. Gleich einen Takedown gemacht. So, hier war die wieder. Oh, der war schlecht diesmal. Der war schlecht. So, jetzt ist schon wieder vor uns. Der Sekte. Aber den hole ich auch wieder. Oh, Achtung, nicht gegen die Bande hier. So, und jetzt hier kommen die ganzen Tunnel. Wow, Achtung. Eieieiei. Also mit dem Porsche damals bin ich richtig gut gefahren. Und jetzt hier mit dem Bugatti. Ha. Teure Autos lege ich immer zusammen. Also richtig teure. So 1,5 Millionen teure Autos oder so. So, hier schön Schaden machen. Aber gewinnen sollte ich halt auch noch. Warum da mich aufhole? Relativ easy eigentlich. Also der Königsdeck auf Platz 1. Oh, wieder nachladen. Und weiter geht's. So, diesmal stand ich auch nicht so blöd, dass ich hier gleich einen Crash gemacht habe. Wow, wow, wow. Hallo? Hallo, ich bin noch gar nicht so schnell gefahren. Okay. Verstehe ich jetzt auch nicht, warum da jetzt ein Crash war. So. Langsam geht's auf die Endspur zu. Und langsam kommt hoffentlich auch mit der letzte Crash. Na toll, ist auch wieder ein bisschen aufholen. Aber den holen wir schon rein. Oh, Achtung. So, jetzt aber. Komm, jetzt krieg ich dich. Und auf die Autobahn. So, und jetzt wieder hier die schöne Beschleunigung von Bugatti. Richtig übel, ey. So, Lücke. Oh, sehr schön durch. So, diesmal kein Nagelmann, du Dreckskopter. So, fahren wir mal hier rum. Oh, bin ich hier richtig gefahren oder so? Ah, da war ein Kontrollpunkt. Wohl. Oh, der hat gezählt. Wow! Sehr schön. Wow. Wow, was machen hier für Experimente kurz vom Ziel? Oh. Yes! Nummer 1. Sehr schön.